So. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge, weiteren Folge von, ich habe die Folge wieder vergessen zu speichern. Hey. Mann. Dann halt so. So. 37. Gott, das sind schon viele Folgen, Alter. Wir haben schon 18 Stunden gespielt. Holy shit. So. Okay. Dann, ja. Hier ist gar nichts. So, hier sind wir jetzt wieder bei dem Kreisel. Wir waren jetzt da. Das heißt, wir müssen jetzt nach links. Dann raus. Dann nach unten. Also quasi immer geradeaus weiter. Links halt noch weiter. War wirklich da hinten schon mal? Nee, ne? Wir müssen halt auch das gesamte Gebiet neu absuchen nach Munition und sowas, ne? Ja, ich bleib erstmal beim Revolver. Da war definitiv am meisten Munition. Oh. Warum ist hier alles verstrahlt? Oh, noch eine Axt. Brauchen wir nicht. Oh, Explosive. Let's go. Nee, den Brief lesen wir lieber, wenn wir nicht gerade im verstrahlten Gebiet sind. So wie hier zum Beispiel. TJ, thank you for reaching out to us. We are glad to hear the company, the community would always be able to perform a rescue. We received confirmation the original call out you were attempt has been resolved with no causalities? Also ich weiß, was das Wort bedeutet, Verluste, aber wie spricht man das Wort aus? Causalities einfach? Egal. Thanks for letting us know that you are still recovering from your order. Take all of time you need. Regarding your resignation, we understand you are wanting to reside at Fort Owls from here on out. It is sad to see you go, but we wish you all the best for the future. Mark Sormit, Clearwater, Coast Guards. So, also ich guck mal, ob ich übersetze, ich habe kaum was verstanden gerade. TJ, danke, dass du uns kontaktiert hast. Wir sind froh. Was? We are glad to hear the community of Fort Owls were able to perform a rescue. Die Community war erfolgreich bei der Rettung. Aber ich dachte, wir sind los für eine. Na egal. We received confirmation of the original call from the attempt to be in the south. Ja, wir haben Informationen erhalten. Also, warte. Ich muss gerade selbst erstmal den Satz verstehen. We are received confirmation, the original call out you were attending has been resolved with no causalities. Wir sind froh über den ursprünglichen Anruf, den du bekommen hast, dass er ohne Verluste erledigt wurde. Keine Ahnung, wie man das übersetzt. I don't know. Mein Gehirn kreist gerade zu sehr um den Satz selber. Danke, dass du uns wissen lässt, dass du dich erholt hast. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Gott, wie gar nichts. Bezüglich deiner... Digga, ich bin gerade so brain AFK. Guarding, Ignition, Understands, and you're waiting. Ah, okay. Bezüglich deiner Wiederaufnahme
wir verstehen, dass du erstmal bei Fort Owens bleiben möchtest. Wir sind traurig, dich gehen zu lassen und wünschen dir alles Gute für deine Zukunft. So. Gott, irgendwie bin ich gerade komplett brain AFK. Alter. Übersetzen konnte ich auch schon mal besser. So. Wir sind immer noch hier. Da haben wir gerade geplündert. Oh. Warum ist überall verstrahlt, Alter? Ah. The doses of radiation coming from that tower are lethal. You will need a radiation suit. Okay, also hier geht Verstrahlung von irgendeinem Tower und wir brauchen erstmal die Suit, um hier lang zu gehen. Ist das denn also das, wo wir hin müssen am Ende? Oh, das ist ein Paul. Oh. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir da einfach mal rein. Oh. Endlich haben wir eine Taschenlampe. Okay. Ich dachte jetzt schon, jetzt ist überall Verstrahlung, weil wenn ja, würden wir einfach sterben. Aber es ist zum Glück immer nur kleine Orte, wo Verstrahlung ist. Oh. Ein beleuchteter Raum. Okay, dann geht gar nicht weiter. Oh doch, doch, da geht's nach rechts. Dann nehmen wir trotzdem erstmal die ganze Stuff hier mit. Na. So. Haben wir es gleich mal geused. Und dann schauen wir mal hier weiter. Auf der Leiter. Hm? Oh, okay. Das. So viel zum Thema, da geht's weiter. Aber hier ist eine Tür. Dann geht's wohl hier weiter. Und der nächste Gang. Oh. Oh, da unten waren wir schon mal. Schätze ich mal. Mhm. Unlocked with key. That's the key. Mhm. Oh, das ist eine schwarze Tür. Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Ja. Das war soweit klar. Ich höre Monster. Und zwar mehrere. Oh nein! Was? Wieso braucht er zwei Kugeln? Okay. Hm. Mal fliegt das Ding? Ach nee, ist da unten nur abgerundet. Okay. Jetzt mal unten geht's weiter. Ich habe jetzt übrigens keinen Plan mehr, wo wir sind. Also ich weiß, dass wir auf der Landkarte hier nach da. Nee, nach da. Nee.
Ach so, wir sind jetzt hier oben. Hey, wir sind da. Nee, ah, nee, wir sind da unten rein, oder? Sind wir hier drinnen oder sind wir durch die Tür? Ich habe keine Ahnung. Höre Dinge. Oh! Ja, für Freunde von Warzen. Das ist denn wohl euer Endgegner. Greift ihr uns irgendwann an? Weil da ist immer so eine kurze Frame drin, wo er extrem so groß aufblitzt. Oh, sind so. Es sind sogar zwei Frames. Da ganz groß, hier etwas größer. Hier jetzt etwas größer. Jetzt noch wieder klein. Ganz groß. Wieder ganz groß. Hier etwas kleiner. Ganz klein. Okay, sind vier Frames, wo er aufblitzt. Ah! Chill, bro! Okay, wir brauchen jetzt mal Platz im Inventar. Wie groß ist die Batterie? Ich pack dich mal nach da. Dann pack ich dich mal nach da. Pack ich dich. Nein, ich wollte eigentlich dich mal nach da packen. Dann pack ich dich mal nach da. Dann pack ich dich mal nach da. Dann pack ich dich mal nach da. So, jetzt haben wir hier ein 3x3-Feld. Das ist hoffentlich groß genug. Was haben wir ein Problem? Aha. Ah, 2x2. Okay. Das Ding ist auch 2x2. Und wir müssen noch irgendwas finden, ne? Das heißt, wir brauchen noch mehr Platz. Dann packe ich dich mal nach da, packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach da, dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach... Ne, bringt nichts. Dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich... Ne, bringt auch nichts. Dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Packe ich dich mal nach da. Was tue ich gerade? Packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich. Nein. Dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach da. Dann packe ich dich mal nach da. Und dann wieder 3x3 fällt, für was auch immer noch kommt. Und wenn sich sogar hier oben noch ein paar Felder frei sich gerade. Ja, so ein bisschen ist noch frei. Ist hier sonst noch irgendwas? Wenigstens ist der Raum jetzt nicht radioaktiv. Man könnte also hier durchaus mal umschauen. Das Ding da oben scheint uns nicht anzugreifen. Worüber ich ganz froh bin. Nö. Hier geht wohl gar nichts. Aber Batterie? Die Batterie war doch da unten. Wir sind doch hier oben irgendwo. Wir sind doch bei dem Brunnen da hinten lang gegangen. Hier war das Ding, wo die ganze Munition war, schätze ich mal. Und dann sind wir hier irgendwo reingegangen. Entweder da oder da. Wie zur Hölle kommen wir denn jetzt auf der Map da unten hin? Gut, wir sind auch ein ganzes Stück gelaufen durch irgendwelche Gänge und alles. Aber das heißt ja gleichzeitig, wenn wir jetzt bei der Batterie sind, dann sind wir jetzt hier unten. Aber hier sieht nichts danach aus. Ist der Raum, den wir da haben? Ist das möglich? Ist ein bisschen offener Bereich, aber es ist ein einzelner. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal. Ja, wir müssen eigentlich den Weg zurückgehen, weil anderen Weg sehe ich hier gerade nicht. Da ist wieder die böse Tür. Ach, stimmt, wir sind ja hier. Stimmt, wir sind da hinten runtergefallen und jetzt sind wir hier irgendwo. Die Frage ist, wo ist dieses irgendwo? So, gucken, ob Monster nachgespawnt sind. Ah, wir sind da drunter. Waren wir unten schon? Zumindest ist die Tür hier offen.
Pluto-Block. Ich speichere einfach mal. Ja, schon mal waren wir hier schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Aber guck mal, ob irgendwelche Secrets waren. Ah, hier! Da wo ich zuerst dachte, dass hier der Master Key ist. Da war eine Tür, genau, hier brauchten wir auch den Master Key. Oh, hier waren wir bereits. Ach, das ist der Bereich hier. Ja, okay. Hier waren wir bereits. Aber hier geht es nicht weiter, ne? Ne, war lockt. Jetzt haben wir die Steine aufgesammelt. Ich höre einen Geist. Der ist da irgendwo. Kann sein, dass er da irgendwo ist. So, hier ist mal jetzt alles offen. Hier waren wir bereits. Ja, da war der Geheimgang. Und hier oben sollen wir nicht rein. Der Raum wird bewacht, genau. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Das wäre dann die hier. Gott, wir müssen auch so viele Räume absuchen, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Oh. Er ist direkt da. Okay. Wo ist der Bastard? Er ist direkt hier. Hier in dem Bereich. Aber da kommen wir gar nicht hin. Nein, nee, in dem Bereich kommen wir echt nicht hin. Na gut. Dann. Gucken wir mal, wo wir noch Räume hatten, wo wir nicht reingekommen sind. Es waren auf jeden Fall ein paar. Da war auch noch eine Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Aha. Oha. Schon wieder ein Gang. Ah. Kommen wir da ran? Ja, okay. Dann können wir die Axt nehmen. Noch ein Pole. War ja klar, jetzt wo wir uns entschieden haben, das Ding nicht mehr zu nutzen, jetzt sind wir massig davon. Es ist halt immer das Gleiche. Komm, Stamina, baue schneller auf. Danke. Reicht. Achso. Dachte gerade schon. Munition nehme ich gerne. Clips nehme ich auch gerne. Ja, ja. Ja, noch mehr Munition. Munition ist immer ganz. Oh, das ist auch noch was. Munition ist immer ganz geil. Ah ja, immer eine Thunfischpackung. So. Lass mich raus, ich bin Arzt. Verdammt. Ich bin zu fett. Ich wusste es. Okay, also scheinbar scheinen die meisten Räume mit dem Master Key Dinger bloß Supply-Räume zu sein, wo wir also Loot finden. Was ja gar nicht verkehrt ist, vor allen Dingen auch mit Munition. So viel, wie wir verbraucht haben. So, wir sind jetzt. Wir müssen hier unten. Nee, da sind wir gerade. Gehen also wieder raus. Genau, hier unten waren wir gerade. Wir müssen raus und dann den Hauptgang. Wer mich anguckt. So, hier ist der Hauptgang.
Dann erst links halten. Ah, noch eine Tür, wo wir nicht waren. Geil. Oh, da ist ein bisschen Monster. Oh, und er hat mich gesehen. So, ey, lass mich laufen. Danke. Oh, gut, dann geht's da gar nicht lang. Drei Räume. Mhm. Boah, Alter. Digga. Drei Bilder pro Sekunde. Let's go. No. Ihr wollt mich doch verarschen. Es ist. Gut, dann nehmen wir wohl doch wieder den Smash Hammer. Ja, da ist sogar ein Kopf dafür. Geil. Weißt du, du kannst es machen, wie du möchtest. Du bist immer der, der verarscht wird von allen. Alter, in der Richtung muss irgendwas Heftiges sein, was super meine Performance droppt. Ich höre einen Geist. Gott, Alter. Aber diesmal, warte mal, ich nehme mal kurz still. Siehst du. Sobald ich still stehe, ist das kein Problem. Aber sobald ich mich bewege, bam. Das ist so verrückt. Also das liegt nicht an der Grafik oder sowas, weil sonst müsste die dauerhaft die FPS drunter sein. Sondern es liegt wirklich daran, dass Total Chaos, solange ich mich bewege, bei jedem Schritt irgendwas berechnet. Wahrscheinlich sind ja einfach so viele Line-Devs in der Umgebung, dass einfach GZ-Doom an seinem Limit kommt oder sowas. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also wirklich einfach eine CPU, dass die CPU irgendwann einfach. Da bräuchtest du quasi eine Single-Core-Performance von einem 300 GHz-Prozessor. Aber halt doch nur wegen dem Licht, ne? Aua! Warte, wie ich das nachgeladen habe. God damn it! Ja, yeah, wenigstens eine Dose. Wir sind so reich. Oh, Alter! Ey, ich darf hier nicht mehr das Licht einschalten, ne? Das Licht ist halt echt Mörder. Also irgendwas muss diese Taschenlampen-Mod so ganz, ganz komisch machen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Waren wir hier nicht? Die beiden Stühle kommen mir gerade bekannt vor. Nee, wir waren hier noch nicht. Verwandtskasten. Ich glaube, können wir... Nee, die können wir nicht gebrauchen. Wo sind die jetzt? Da unten. Schmeiß es mal wieder weg. Oder ich behalte sie erstmal. Oh, wir haben eine Ding gefunden. Haben wir noch irgendwelche Pull? Ach, hier. Du kommst noch da. Haben hier aber noch eine blaue. Wo sind sie denn da? Gott, dass der Sachen immer irgendwo hinpackt. Haben wir noch irgend da? Was mir gerade auffällt, die Sachen, mit denen es kompatibel ist, leuchten nur so leicht auf. Wenn ich jetzt hier irgendwie das da habe, da oben der Lappen, der ist so ein leichtes Blau. Das hier hingegen ist ein richtiges kräftiges Blau. Das heißt gar nicht, dass ich die Sachen kombinieren kann, sondern das heißt halt irgendwas anderes. Die Frage ist nur,
Was heißt das? Oh, nee, was anderes? Dann ist es wohl das hier. Ja. Was heißt das dann? Ne, aber hier, guck mal hier, da. Das Gleit ist blau. Aber hier ist unser kräftiges Blau. Sehr interessant. Oh. Wir haben einen dritten Raum gefunden. Und zum Glück wieder keine Verstrahlung. Wow, schönes Muster. Das ist ein richtiger Raum von so einer typischen Oma. Da hinten ist es. Aber da hinten leuchtet noch was. Beim Bücherregal. Was sind denn das hier für hohe Betten, ey? Da muss er halt aufspringen. Achso. Ist ja gut, man beruhigt ihn. Ja, ja. Wir müssen irgendwas loswerden. Ich würde mal sagen, ich esse es einfach. Kann ich das aufnehmen? Ja. Okay. Ich kann das. Ich bin schon wieder überfragt. Aber gut, ich jetzt müsste eigentlich stehen, ne? Can be combined. Aber wieso leuchtet jetzt schon wieder das da auf? Hier leuchtet es jetzt richtig auf? Digga, weißt du, da habe ich gerade eine Theorie entwickelt und die Theorie geht schon wieder nicht auf. Siehst du, wie das schwach leuchtet, wenn ich darauf gehe? Aber ich habe keine Ahnung. Wenn ich da sowas dazu packe. £45. So, hier haben wir 3 hoch und 2 breit. Das müsste reichen, ne? Genau, 3 hoch, 2 breit ist es immer. Bam. Tada! £45. Und wenn wir das Ding anziehen, müssen wir das Ding dafür ablegen. Was ein bisschen schade ist. Aber gut. Okay, was hat er jetzt gerade gesagt? Wir haben alle Teile von der Rüstung. Guck mal, da hinten läuft es aber immer noch. Kann ich da was rausnehmen? Nö. Das sieht ja sehr interessant aus. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Alter, das sieht so creepy aus, wenn alles rot ist. So. Damit haben wir auch das. Damit haben wir jetzt die 3 roten Punkte abgearbeitet. Auch wenn die Karte nicht wirklich Sinn macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind immer woanders, als auf der Karte, als auf der Karte die roten Punkte sind. Ja, weiß das schon. Kann natürlich sein, dass die roten Punkte gar nicht direkt die Orte markieren, sondern nur Eintrittspunkte, wo ich langlaufen muss, damit ich in die Richtung komme. Kann das sein? So, hier geht's wieder nur zurück. Tja, ein Glück, dass ich hier reingegangen bin, weil ich dachte nämlich erst, wir müssen hier geradeaus weiter, irgendwie wo. So, sind hier jetzt noch irgendwelche Sachen? Ja, ich finde, ich müsste jetzt die gesamte Map einmal absuchen. Gucken, wo wir überall noch nicht reingekommen sind, weil es verschlossen war. Gott, was ist denn jetzt hier? Ach, hier ist doch... Ah, ja, wir waren direkt so eine Tür. Da ist direkt zu. Ich glaube, wir sind sogar relativ weit am Anfang von der Map, ne? Weil den Ort hatten wir relativ frühzeitig gesehen. Ich glaube, da nutzt sich doch vielleicht nochmal alles abzulaufen. Da hinten war nämlich noch eine Tür, die da war, glaube ich, auch mit Master Key, ne? Oh, okay, gucken wir nächste Folge. Ich sehe schon wieder, ist so fast eine halbe Stunde. Ha, bis dann.